Seit ihrer ersten Verhaftung am 18. November 2016 sind 8 Mitglieder der revolutionären Band Grup Yorum in der Türkei der Folter ausgesetzt. Bei 3 Musikerinnen wurde der Hausarrest verhängt. Bereits am 21. Oktober wurde das Idil Kulturzentrum im Stadtteil Okmeydani in Istanbul zur Zielscheibe der AKP-Regierung. Polizeikräfte stürmten das Gebäude, zertrümmten nahezu die gesamte Einrichtung, einschließlich der Musikinstrumente, mit denen die Band als Zeichen ihrer Unbeugsamkeit nach dem Übergriff einen Videoclip erstellte. Seit dem Polizeiüberfall auf das Idil Kulturzentrum befinden sich die Musikerinnen im Hungerstreik und fordern nun ihre sofortige Freilassung. Grup Yorum wurde 1985 von einer Gruppe junger Studentinnen in den Jahren des Militärregimes von 1980 ins Leben gerufen und gilt seither als bekannteste und beliebteste Stimme der linksdemokratischen und revolutionären Opposition in der Türkei. Auch international hat die Band bereits großes Ansehen. Zu ihren musikalischen, aber auch politischen Vorbildern gehören Viktor Jara und viele anatolische Volkskünstlerinnen, die sich der staatlichen Repression zum Trotz nicht von ihrem Weg abbringen ließen. Damit hat Grup Yorum auch eine eigene Musikrichtung und eine künstlerisch-revolutionäre Haltung entwickelt, die Millionen Menschen begeistert, wie bereits bei ihren jährlichen Konzerten auf dem Marktplatz in Istanbul bewiesen wurde. Grup Yorum gibt auch jenen eine Stimme, die von den Repressalien fliehen, aber auch unter anderem ungewollten Umständen ihr Land verlassen mussten und gibt seit vielen Jahren unzählige Konzerte im Ausland. Seit einiger Zeit wird der Band auch von den deutschen Behörden die Einreise in den Schengen-Raum verweigert. Wie die politischen Machthaber in der Türkei wollen auch hier die Sicherheitsbehörden Konzerte und Auftritte der Band verhindern. Die unbeugsamen revolutionären Musikerinnen von Grup Yorum stehen exemplarisch für die tausenden politischen Gefangenen in der Türkei. Zeigt euch solidarisch und überlegt kreative Formen der Unterstützung. Die Zeiten der Appelle sind vorbei. Wir fordern eine sofortige Freiheit für die politischen Gefangenen. Der einzige Weg heißt Revolution. Take your devil!